Leben und leben lassen. Was kann man darunter verstehen? Ich verstehe darunter einige Punkte, die ich mir für mich persönlich aufgeschrieben habe aus meiner beruflichen Erfahrung als pädagogische Fachkraft und Coach im Schulsystem im Bereich der Prävention. Prävention, wer das nicht weiß, was das Wort bedeutet, Prävention ist vorbeugend arbeiten, aus der Körpersprache Verhaltensweisen abzusehen, die zu einem bestimmten negativen Ziel führen könnten. Und dem beuge ich in der Regel immer vor. Bisher habe ich immer Vorteile gehabt. Und daher habe ich einige wichtige Punkte für euch. Zum Beispiel, lasst euch nicht eure Entscheidung abnehmen. Die Entscheidung, die ihr getroffen habt, zieht sie durch. Ob nur mit kleinen Schritten oder mit großen Schritten. Gebt lieber Verantwortung ab. Wenn ihr denkt, ihr könnt einige Sachen nicht, holt euch lieber Hilfe, bevor ihr überfordert seid. Egal wie andere leben, kümmert euch erstmal um euch selbst. Denn nur wer zufrieden mit sich selbst ist, kann positiv anderen helfen. Findet nicht mal das Korn in der Suppe, seid eher positiv auf das Leben eingestellt. Denn wer nur das Korn in der Suppe findet, hat nichts den ganzen langen Tag zu tun, als alles negativ zu sehen und das Leben einfach nicht zu genießen. Versucht nicht immer das letzte Wort zu haben, sondern denkt vorher nach, bevor ihr etwas sagt. Ihr macht euch damit sehr unbeliebt. Ungefragte, ständige Vorschläge und Ratschläge machen einen unbeliebt und nerven auf Dauer. Egal, wie gut ihr es auch meint. Wenn euch was unbedingt auf der Zunge liegt, irgendein Ratschlag oder Vorschlag, und ihr merkt, das ist jetzt der falsche Zeitpunkt, dann behaltet es für euch und spricht das lieber später nochmal an, bevor ihr zu jedem einzelnen Kommentar irgendeinen Vorschlag gibt. Denn das kann wirklich sehr anecken. Recht haben bedeutet nicht immer sein Recht zu erzwingen, egal ob ihr Recht habt oder nicht Recht habt, sondern mit Bedacht vorzugehen. Und ja, mit Bedacht vorzugehen und einfach mal einen Schritt zurückzugehen und dann später zwei Schritte vorwärts zu gehen. Vorurteile sind nicht immer gut fürs Leben. Macht euch lieber erstmal ein Bild von der Situation oder der Person, die es betrifft, bevor ihr euch eine unbedachte Meinung bildet und dabei auch noch aneckt. Denn habt ihr einmal diesen Status drauf, dass ihr ständig irgendwelche Vorurteile habt, spricht doch keiner mehr mit euch. Warum auch? Ihr habt dann immer irgendwelche blöden Kommentare, heißt es dann, und dann redet doch keiner mehr mit euch. Und dann wundert ihr euch, warum, wieso, weshalb? Reflektiert euch in der Sache selber. Egal wie negativ das Leben auch sein kann, gebt die Hoffnung nicht auf und versucht positiv in die Zukunft zu sehen. Hört auf euer Herz und nimmt das Leben mit Freude. Liebe Grüße aus meiner langjährigen Erfahrung als pädagogische Fachkraft und Coach im Schulsystem in der Prävention. Damit verabschiede ich mich mit diesen Hinweisen für das neue Jahr. Denkt mal darüber nach. Vielleicht erkennt ihr einige Punkte an euch, die ihr daran noch ändern könnt. Wenn ihr daran nicht erkennt, dann seid glücklich, dann seid zufrieden. Aber jeder hat bestimmt einen Punkt, wo er mal aneckt und wo er an sich selber auch arbeiten kann. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man im Leben auch selbst reflektiert. Na dann, viel, viel Spaß noch.